Yo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück hier beim Sorare Bear. Hier dreht sich alles um Sorare. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und echt ein riesen Dankeschön jetzt zu Beginn mal für das Feedback in den letzten Videos, in meinen ersten Videos überhaupt. Freut mich mega, dass es so positiv bei euch angekommen ist. Kurz noch zu Sorare, falls du noch nicht bei Sorare bist, check mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Da gibt es eine gratis Limited-Karte für dich, wenn du dich über den Link anmeldest. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Das ist nämlich auch relativ anfängerfreundlich. Geht nämlich um drei Rare-Karten, die jeweils unter 100 Euro kosten. Also perfekt für euer Threshold-Team, wenn ihr nicht viel Budget habt oder einfach als Auswechselspieler, falls ihr da irgendwie eine Alternative oder sowas braucht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Der erste Spieler ist Maciej Rebus oder so heißt er. Ist ein Pole. Spielt bei Lokomotive Moskau. Ist dort eigentlich auch gesetzt, ist Linksverteidiger. Das Gute bei dem ist, der schießt sogar die Standards vom Team, wenn er dann mal Stamm spielt. Ihr seht hier auch 97 Euro, 0,04 Ethereum. Da gibt es echt nichts zu meckern, wenn wir hier in die Scores reingehen. Eigentlich auch stabil. Hier oben hat er echt gute Ausreißer gehabt. Das war halt auch, weil er eben die Standards geschossen hat. Generell läuft es jetzt bei Moskau wieder ein bisschen besser, Lokomotive. Sind, glaube ich, immer noch in den Europa-Rängen. Also, was das angeht, sieht es eigentlich ganz gut aus bei ihm. An sich eigentlich durchweg grüne Punkte, ab und zu mal ein Ausrutscher nach unten, aber dann gibt es halt auch welche nach oben. Für 97 Euro ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Kann man so verkraften. Hier auch nochmal auf Transfermarkt. Ihr seht hier 67% Startelfquote. Ist, wie gesagt, auch. Ah, das ist Europa League, Moment. Ja, aber ändert sich bei der Premier League eigentlich auch nichts. Wie gesagt, er schießt auch die Standards. Hat auch noch einen Vertrag bis 2022, also mit dem kann man wirklich nichts falsch machen. Das war schon der erste Spieler. Der zweite Spieler ist Dennis Kulakov. Das ist auch, also der ist auch aus der russischen Liga, ist auch ein Außenverteidiger. Hat auch richtig gute Scores in letzter Zeit. Auch eher ähnliches Preissegment, 92 Euro sind es bei ihm, also sogar noch ein Tick günstiger. Das Problem ist nur, dass Ural auf dem Abstiegsrang ist, beziehungsweise kurz vorm Abstiegsrang, wenn wir uns das hier mal angucken. Tabelle, Premier League, also russische Premier League, hier ist Ural auf dem 11. Platz, also quasi punktgleich mit der Relegation. Und er ist halt 35 Jahre alt. Aber ansonsten kann man auch hier nichts falsch machen. Wenn man ein, zwei Saisons noch einen Spieler braucht, der gut punktet, dann kann man sich den eigentlich schon gut holen. 92 Euro für einen Verteidiger, der im Schnitt 50 Punkte macht, manchmal 55. Wenn ihr euch das hier anguckt, im letzten Spiel hat er sogar eine 95 getroppt. Das hat er sogar schon mal gemacht. Also auch hier sehe ich eigentlich nicht, was man... Wie da was schief gehen kann. Ich meine, in Limited kostet der sogar nur 9 Euro, falls ihr nur ein Limited, also Budget habt, falls ihr vielleicht insgesamt nur 100 Euro habt, passt der eigentlich auch perfekt ins Team. Aber für Rare ist natürlich noch besser, fürs Threshold-Team. Da sucht man ja eigentlich Spieler, die so um die 50 Punkte machen. Die sind eigentlich perfekt, die stabil diese Punkte holen. Dann erreicht man nämlich auch die Thresholds und da kann man mit dem eigentlich nichts falsch machen. Und dann sind wir schon beim letzten Spieler fürs heutige Video angekommen. Das ist Jan Zwischenbrugger. Der ist, würde ich sagen, der risikobehaftetste von den drei Spielern. Deswegen kostet er wahrscheinlich auch nur 83 Euro, also nochmal deutlich günstiger. Der ist nämlich der Kapitän von Altach. Bei Altach läuft es aber überhaupt nicht. Wenn man hier reingeht, 90% Startelfquote, 90% Spielminuten, also nicht schlecht. Ist auch ein Innenverteidiger, die punkten ja noch mal besser als Außenverteidiger. Aber wenn wir uns das hier angucken, die sind halt auf dem letzten Platz, 13 Punkte. Gibt ja später dann auch eine Abstiegsrunde in Österreich, das heißt, die spielen jetzt wahrscheinlich erstmal eher gegen die schlechteren Teams. Das heißt, vielleicht gehen seine Punkte noch mal hoch, aber die sind auf jeden Fall sehr abstiegsgefährdet. Und der hat hier, wenn man in die Scores reingeht, das letzte Spiel hat er aus Disziplinargründen nicht gespielt. Das heißt, ob er noch einen Stammplatz hat zur Rückrunde, die jetzt bald anfängt in Österreich, das weiß ich nicht.
Aber da er eigentlich Kapitän ist, denke ich nicht, dass er auf ihn verzichten können im Abstiegskampf. Nur eben als Info, dass er so am meisten Risiko von allen drei hat. Das war's eigentlich schon mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.